So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin zwar die ganze Zeit ein bisschen erkältet, deswegen wollte ich auch den Chuck von dem FC Bayern München Prime ein bisschen verschieben. Jetzt habe ich gedacht, heute kann ich den machen, wegen Donnerstag, aktuelles frisches Video. Aber heute aktuell am Donnerstag gab es im Kaufland schon wieder was ganz anderes, auch brandaktuell. Und das möchte ich jetzt erstmal machen, weil da denke ich, das kann richtig gut schmecken. Und das Prime hebe ich mir auf, werde das für Samstag vielleicht hochladen. Ihr kennt ja alle Knossi, ja? Da hat er jetzt so super leckeren Likör rausgebracht damals, den Alge-Likör. Wo ich sagen muss, mir hat er gar nicht geschmeckt, liegt aber auch dran, ich bin einfach kein Likörfreund. Das ist mir einfach alles zu säuerlich, zu bissig, das ist, bah, kann ich nicht ran, mag ich nicht, möchte ich nicht, egal welche Sorten, das ganze Zitrusgelumpe da und Limettengelumpe, alles was da mit Sauerkirsch oder so oder Granat ist, alles die gleiche Richtung irgendwie, was für mich nicht in Frage kommt. Es gab den Alge Glühwein probiert, war okay, Glühwein, ja, geht irgendwie komischerweise auch schon eher. Was gab es noch? Alge to go in diesen kleinen Döschen mit Alkohol zum Trinken, das habe ich mit Hannes ja auch mal getestet. Ich weiß gerade gar nicht mehr, war das gut, war das schlecht? Kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, dann müsstet ihr die alten Videos gucken, das ist schon auch ewig her. Aber ein was ist mir im Gedächtnis geblieben, ein was ist bei mir hängen geblieben, und zwar irgendwann gab es ein besonderes Getränk neben den ganzen alkoholischen Dingern wie Likör oder Glühwein oder auch Alge to go eben mit Rum und so oder mit Wodka, gab es einfach ein Erfrischungsgetränk, ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Limettengeschmack, auch bei Knossi und FU ohne Alkohol, einfach zum Trinken für zwischendurch in der simplen Dose mit simplen Limettengeschmack, aber richtig frisch, richtig lecker, mit Kohlensäure, aber nicht zu viel und mega angenehm. Mit Zucker, aber nicht zu viel, ohne Süßstoff, ohne komischen Geschmack. Jetzt, nachdem ich das ja so übelst gefeiert habe, habe ich also gehört, es gibt was Neues. Und zwar gibt es den Alge Limette jetzt auch in Siro. Da weiß ich nicht, was mich erwartet, aber weil der erste halt so gut war, möchte ich jetzt auch die Siro-Variante mal testen. Das ist ja halt alles jetzt Silber, ne? Silber für Siro, wisst ihr schon. Und eine ganz neue Sorte, ein ganz neuer Geschmack, nämlich statt Limette auch Holunder. Alge, Holunder-Geschmack als Erfrischungsgetränk. Ist auf jeden Fall besonders, also die meisten Leute Erfrischungsgetränke haben da immer die gleichen Fots, aber hier Limette und Holunder. Wer macht ein Holundergetränk? Eigentlich keiner. Das möchte ich jetzt mal probieren, die einzelnen Variationen nochmal kurz so antesten und dann natürlich im Ernesto-Glas alles zusammen gemischt und mit einmal wegziehen, denn es ist schon wieder so warm und ich schwitze so sehr, aber erstmal fürs Thumbnail hier das. Das ist das Thumbnail, so soll es dann ungefähr aussehen. Ich habe extra von dem guten Alge Limette zwei Stück geholt. Sandra kennt das nämlich, glaube ich, auch nicht. Ich werde mal eine zurücklegen. Eine werde ich mir hier zu Genüge führen und werde den Original-Limettengeschmack von Alge jetzt mal hier aus der Dose probieren. Frisch aus dem Kühlschrank. Und ich hoffe, es ist noch so gut, wie ich es in Erinnerung habe. Wollen wir es mal einfüllen wegen der Farbe kurz? Farblich, wenn ich so einfülle, seht ihr schon, ist das halt richtig schön limettenartig, also richtig so grünlich. Schluck aus der Pulle. Also eine Dose, keine Pulle, warte mal im Vergleich zum Glas. Du merkst halt wirklich, wenn du aus der Dose direkt trinkst, ich bin halt ein Dosennascher, das muss ich sagen. Dadurch, dass das Blech auch kühl ist, dass da durchläuft, dass die Kohlensäure nochmal zirkuliert irgendwie. Ich finde, aus der Dose trinken ist ein Gefühl für sich. Es schmeckt mir aus der Dose viel besser als aus dem Glas. Und es schmeckt einfach wieder mega erfrischend, mega lecker. Alge, Limette für 99 Cent. Machst du nichts verkehrt. Diese anderen komischen Limos in Dosen bist du bei 1 Euro, 1,19 Euro, 1,30 Euro, was weiß ich. Ist das also was, was zwar bekannt ist, also von den Bekannten, aber nicht so extrem teuer. Im Vergleich dazu jetzt mal die Siro-Variante. Alge, Limette, Zero. Da bin ich mal gespannt. In letzter Zeit versuche ich mich an vielen Siro-Getränken, weil ich denke,
Ich will einfach nur was Kaltes mit Kohlensäure, was erfrischt. Und wenn ich die Wahl habe zwischen viel Zucker und wenig Zucker, nehme ich halt wenig Zucker. Dann denkst du, du machst was Gutes. Hauptsache es ist erfrischend und kalt mit Kohlensäure. Aber na gut, alles kannst du auch nicht trinken. Probieren wir jetzt mal Siro Limette. Da fehlt mir wieder was. Also merkst du sofort, du hast zwar auch diesen Limettengeschmack, aber der Nachgeschmack, als würde dir mit einmal einfach das Herz rausgerissen werden und du stehst ohne da. Der Geschmack, der erst präsent ist, zack, weg, wie Pappe am Ende einfach nur, ich verstehe es nicht. Das ist schade, weil das Originale, das Richtige, das ist einfach ein Highlight, jeder Schluck ein Genuss. Gerade der Nachgeschmack macht's eben, gerade das, wenn du dann absetzt und das richtig den Körper durchströmt, dann muss das wirken, dann muss das sitzen. Jetzt haben wir hier also nochmal Holundergeschmack. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Ist da überhaupt Koffein drin? Steht das auf allen drauf, ja? Koffeinhaltig, alles ist koffeinhaltig, aber ohne Alkohol, ja auch ohne Alkohol. Wir machen es mal auf mit Holunder. Es ist jetzt hier so lila, ja, wir probieren mal aus der Dose. Füllen wir kurz ein. Sieht halt richtig brutal aus, wie Weintrauben. Nee, das ist Holunderfarbe. Okay, Stimme ist immer noch besser. Oh, mir zieht sich jetzt schon wieder alles zusammen durch die Siro-Dose. Das muss davon kommen. Irgendwie schmeckt das so, als wäre das auch Siro, weil das auch im Nachgeschmack total abflacht. Also, da finde ich jetzt auch nicht so gut. Bin jetzt auch kein Holunder-Fan, bin zwar auch kein Limetten-Fan, aber die Limette schmeckt mir trotzdem. Bin kein Holunder-Fan, aber das trifft mich nicht, weiß ich nicht. Das überrascht mich nicht, das begeistert mich gerade nicht. Das ist so wie, ja okay, trinkst du mal, weil du es gekauft hast, aber würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Das heißt, für mich bleibt unangefochten an der Spitze das Alge Limettengeschmack Erfrischungsgetränk, weil das einfach das Beste ist. Und jetzt zum schnell wegziehen, misch mal einfach mal, damit wir mehr von dem anderen haben, die Siro-Variante. Mit der ekligen Variante. Lassen wir zwei Schwätzelchen drin, falls Sandra mal probieren will. Wir füllen den Rest halt jetzt normal auf mit dem ganz normalen Limettengetränk. So, dass da noch ein bisschen Geschmack rankommt. Also, wenn ihr es noch nicht getestet habt, ich empfehle euch das ganz normale. Vergesst das Neue, vergesst das Siro, aber ihr habt ja einen anderen Geschmack als ich. Schreibt es mal rein, wenn ihr das kennt, schreibt mal rein, seid ihr Fans von den Likören, seid ihr Fan von den ja, Glühweinen, seid ihr Fan von To-Go. Queso fand das To-Go, glaube ich, nicht so gut, obwohl der heftige Knossi-Fan ist. Und jetzt fällt es mir wieder ein. Das To-Go ist bei uns, glaube ich, durchgefallen und war auch nichts Besonderes. Für mich hat das nicht gepasst, mir war das alles zu bäh. Kenne ich andere Mischen, die besser sind. Hannes hat es, glaube ich, auch nicht geschmeckt. Dann haben wir gedacht, Kester wird das bestimmt hoch in den Himmel heben, weil er übelster Knossi-Fan ist. Und was hat er gemacht? Er hat auch gesagt, das ist nix, glaube ich. Also, Alge to go war nix, Liköre für mich nix, Glühwein okay. Erfrischungsgetränk, eine Sorte passt. Also, wir sind ehrlich. Schreibt ihr rein, wie hat es euch geschmeckt? Pisa und Vorhaut. Euer Ramses, und jetzt soll das ganze Zeug wegziehen. Irgendwie habe ich jetzt gar keinen Durst mehr. Bitte nicht. Bitte nicht. Kauft kein Alge. Macht was anderes. Ciao.